Für dieses Video müssen wir zunächst einmal in die Vergangenheit eintauchen. Nein, nicht unbedingt an den Anfang der GTI-Geschichte, sondern wir gehen zurück in die 90er Jahre. Ohne die damalige Entwicklung würde dieser neue 8er GTI nämlich heute nicht so durchs Bild fahren. Ein gewisser Carsten Schepstad hat damals nämlich das Fahrwerk für den ersten Ford Focus entwickelt. Der Mann schaffte einen derart guten Kompromiss zwischen sportlichem Fahrverhalten und Komfort, dass man bei VW beschloss, dem in der Entwicklung befindlichen Golf 5 eine Mehrlenker-Hinterachse einzubauen. Und den Herrn Schepstad haben sie dann auch gleich abgeworben, wenn auch nicht ganz so direkt. Aber heute ist er eben Leiter Fahrdynamik, Lenk- und Regelsysteme bei Volkswagen und damit unter anderem verantwortlich für diesen roten Golf. Der neue GTI soll nämlich ein vorhersehbares Auto sein, eines, das den Fahrer nie überrascht. Selbst fiese Landstraßen, enge Kurvenradien oder Frostaufbrüche sollen den GTI nur fordern, aber nie überfordern. Was sie ihm auch abtrainiert haben, ist das Untersteuern, zumindest so gut das eben geht. Möglich macht das die neue Elektronikplattform des GTI. Man muss sich das so vorstellen. Im GTI Nummer 7 arbeiteten alle Systeme, die Einfluss auf Längs- und Querdynamik haben, quasi im Einzelbüro. Also ESP, die elektronische Differentialsperre, adaptive Dämpfer. Jetzt kommuniziert alles im Großraum miteinander, mit einem zentralen Fahrdynamikregler, viel schneller. Damit ist das System ganz ähnlich wie zum Beispiel bei BMW. Es geht alles so schnell, dass der Fahrer die feinen Regeleingriffe nicht mehr spürt. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Genau wie beim Golf 7 GTI Performance sitzt der bekannte Vierzylinder-Turbo unter der Haube mit 2 Litern Hubraum und 245 PS sowie 370 Newtonmetern. Verwaltet wird die Kraft von einem 7-Gang DSG. Der Part, der noch fehlt, das ist der Preis. Rund um die 38.000 Euro wird der Einstieg in die GTI-Welt wohl kosten.